Hallo, mein Name ist Thorsten Küsters. Wir sind hier gerade am Frankfurter Flughafen und machen uns jetzt mit dem ganzen Team Germany auf den Weg zur Weltmeisterschaft nach Südafrika. Ich möchte dazu, wir hatten ein paar Probleme mit der Logistik. Sehr viel Material müssen wir hier verschiffen. Und jetzt möchte ich natürlich auch die Leute mal vorstellen, die mit uns den kompletten Weg nach Südafrika aufnehmen. Und da würde ich ganz gerne erstmal mit dem Team anfangen. Und da haben wir hier zu meiner Linken direkt den Wolfgang Wirzbar, der sich mit uns qualifiziert hat bei der deutschen Meisterschaft. Hinzu kommen noch als Angler der Thomas Drese, der Jens Koschnik und der Oliver Backlatt. Zur Logistik. Wir haben mit jetzt jeder 23 Kilo nur Material, wo wir Kleinteile und Rollen mit drin haben. Und dann hat jeder 32 Kilo Sportgepäck dabei. Da entspricht fast bei jedem um die 10 bis 11 Routen. Und circa pro Mann ungefähr 150 bis 250 Futterkörbe, weil wir uns noch nicht ganz sicher waren, welche Entfernung gefischt werden müssen, weil jetzt kurzfristig auch die Strecke geändert worden ist. Und da wollten wir natürlich für alle Eventualitäten gewappnet sein und haben natürlich dann noch etwas mehr eingepackt. Kosten sind natürlich dadurch auch ein bisschen explodiert und wir haben natürlich noch mal mehr Geld ausgeben müssen. Und ja, jetzt in einer halben Stunde geht unser Flieger nach Südafrika und dann werden wir mal schauen, was uns da erwartet. Wir sind vor 2 Tagen gelandet und haben einen ganz langen Weg gehabt, haben viele Hürden nehmen müssen. Wir haben einen Flug von 12 Stunden gehabt, sind dann gelandet und von dort aus zu unserem Kontaktmann hier in Südafrika, zum Adrian van der Heever gefahren, der uns mit Kiepen versorgt hat und Futter, Mais und noch anderen speziellen Sachen, wo er sagt, was für hier wirklich sehr wichtig ist. Und von da aus sind wir dann nochmal 4 Stunden zu unserer Unterkunft gefahren, sodass wir erst ganz spät abends um 8 Uhr circa in unserer Unterkunft waren, konnten dann noch was essen und sind dann natürlich sehr müde ins Bett gefallen, weil dann über 24 oder 28 Stunden Fahrt doch schon oder Reise extrem anstrengend sind. Den gestrigen Tag, den haben wir einfach nur dafür genutzt, unser ganzes Tackle, was wir mitgenommen haben. Also wir haben mitgenommen Routen, Kleinteile, alles was wir brauchen für Montagen, Schnüre. Und das haben wir natürlich dann gestern alles aufgebaut, haben uns Ruhe angetan und haben alle Montagen gemacht, haben unser ganzes Tackle in die Kisten eingeräumt und unsere Köder, die wir schon bekommen hatten, versorgt. Unser Futter angemischt und mal geguckt, welche Konsistenzen gut sind, welche Konsistenzen nicht so gut sind. Ja, und das war unser gestriger Tag. Dann haben wir gestern noch gegessen und heute wollen wir halt mal testen, was die Karpfen hier alles so können. Okay, first of all, as you can see, you see the popcorn, okay? That's the popcorn bits. And that's the very important part with this. But you've got to get it that you put enough water in. Okay? And it's got to settle, okay? For the simple reason that if you get it wrong, all right, and you mix it, the ground bait will float away. Yeah, okay. Okay? So, what we do, we mix it like this. Okay? Now, you see, if you feel it, okay, it's almost perfect, okay, that is wrong to fish with, okay, so that now, on the first, okay, it is wrong, all right, so we need to add a little bit more water. Okay, see now, very wet, okay?
15 minutes. Needs to sit like this. Okay. Okay. It's soaking in. Soak it in, 15 minutes, all right? Then you need to just check it, and then like I let you guys feel the first time, that's more or less the consistency you want, okay, when it's right. Yes. Just before bait inspection, okay, I will show you what to do. We need to add a bit of dry, okay, and I'll explain to you why. All right, as it goes down, the dry ground bait, as it goes down, it sucks water, it pops it, so the feed falls out the feeder, the heavy feed lays on the ground, yeah, and the dry one does this. One up. Yes. Okay, which attracts the fish. Okay. Mm-hmm. It's still a little bit wet, but okay, it still needs to absorb. It's good enough for 3-4 seconds. There's no dry. To down, yes. And then to explode. What's the problem? When we make it drier. See there? Yeah. Too many swim up. Too many. Yeah. Too many. If you look. When we make it one day before. That's what goes sour. That's not good? No, goes sour. It's not good, sound. 4-5 hours in the sun, still sour? Yeah, still look. No, after a day's fishing, it goes sour. Yeah. So we've got enough that's wet. Yeah. That's going to go to the bottom. Yeah. Okay. Now we're adding so that we've got some activation that comes up. Yeah. Okay. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Jens Koschnick. Ich möchte euch heute sagen, wie wir den ersten Trainingstag angehen, was wir uns überlegt haben, welche Taktiken wir ausprobieren wollen, wie unsere Köder aussehen und aus meiner Sicht das Wichtigste, die Montage. Weil wir hier extreme Verhältnisse haben, gewisse Distanzen überbrücken müssen. Es ist nicht so leicht, eine Durchlaufmontage hinzubekommen, die auch stabil ist und einen 5-Stunden-Durchgang hält. Ja, dann komme ich zuerst vielleicht mal zum Futter. Ich kann das einmal zeigen. Das ist hauptsächlich ein ganz, ganz hoher Maisanteil, weil die Karpfen hier fast ausschließlich Mais gewohnt sind. Dazu kommen noch Wurm. Maden können für diese WM bestellt werden, sind aber hier überhaupt nicht üblich in Südafrika. Der Liter liegt so bei 16 Euro, ist also extrem teuer auch. Und wir wissen noch nicht, ob Maden funktionieren werden oder doch. Ja, kommen wir nun zu den Ködern. Mais zu fischen, Mais am Haken ist die eine Sache. Was ganz besonders wichtig hier ist, durch die Informationen, die wir im Vorfeld bekommen haben, durch den Südafrikaner, ist, dass der Flavor hier eine entscheidende Rolle spielt und eine Farbwirkung im Wasser, durch den Köder oder durchs Futter. Deswegen ist das Futter sehr gelb, ist eine leichte Wolkenbildung. Wir werden das heute ausprobieren. Nicht jeder von uns hat das im Futter, diese gelbe Wolkenbildung. Was wir wohl haben, sind verschiedene Flavor, die wir ausprobieren. Das ist einmal ein ganz süßer Flavor, auch mit einer gelben Farbbildung. Dieser Dip Goo, das ist ja ursprünglich hier aus Afrika ein Dip, also diese Farbbildung spielt hier eine entscheidende Rolle. Gesüßte Maiskörner hauptsächlich, ja, darüber werden wir versuchen, irgendwas herauszufinden. Wir haben keinerlei Infos, wir wohnen zu weit von der Strecke entfernt, das ist unser erster Trainingstag, so wir wollen die ersten Eindrücke mitnehmen. Zu dem Gerät gilt zu sagen, wir haben hauptsächlich schwere Routen, da die Information, die wir bekommen haben, so lautete, dass wir höchstwahrscheinlich sehr weit angeln müssen. Das heißt, viel Futter bringen, je mehr Futter man bringt, desto mehr Fisch kommt in den Futterplatz und deshalb müssen wir große Körbe, welche wie die, sehr weit rausbringen. Dafür ist eine harte Route erforderlich.
Da muss man allerdings einen Kompromiss eingehen, weil harte Routen generell für Karpfen eigentlich nicht so gut sind. Je weicher die Aktion, desto schöner und weicher kann man den Fisch drillen, man verliert weniger. Da müssen wir wohl einen Kompromiss finden und das austesten, wie wir da am besten klarkommen. Aber ich denke, das kriegen wir schon ganz gut hin. Wir haben da verschiedene Vorstellungen, die wir dann ausprobieren werden. Ja, zur Montage. Das kann ich einmal hier zeigen. So, hier haben wir so eine Montage, die wir uns überlegt haben, die hier funktionieren könnte. Das ist eigentlich ganz simpel gehalten. Die Regelauslegung ist, man muss einen Durchlauf haben. Der Durchlauf muss gegeben sein. Auch über den Schlagschnurknoten hinweg sollte man mit geflochtenen Schnüren fischen. Das ist auch ein Thema, was wir herausfinden müssen. Kommen wir auf die Entfernung mit monofilen Schnüren? Wenn nein, müssen wir geflochten angeln und müssen irgendwie die Schnur weicher kriegen, dass wir weniger Aussteiger bekommen. Wir werden das testen. Im Moment habe ich hier eine Rolle bespult mit monofiler Schnur, also eine 20er und eine 35er Schlagschnur, um die Gewaltwürfe rauszubringen, ohne Schnurbruch zu erleiden. Der Korb läuft über einen Einhänger frei auf der Schnur. Das ist eine sehr, sehr große Öse. Das heißt, es läuft sehr, sehr glatt und sauber durch. Gestoppt wird dieser Korb oder dieser Einhänger durch einen, ja sagen wir, konisch zulaufenden Gummischlauch. Dieser Gummischlauch läuft auf einen Wirbel unten. So, jetzt kann man diesen Gummistopper, diesen Gummischlauch fixieren, indem man den Wirbel unten reinzieht und oben bleibt ein dünnes Stück Schlauch über. Auf diesem Stück Schlauch legt der Korb auf beim Wurf. Das schützt die Schnur und sollte ein bisschen mehr Puffer geben, um keinen Schnurbruch zu erleiden. So sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig hängt. Eine ganz simple Montage. Vorfach wird einfach in die Öse eingehangen. Fertig. Die minimale Vorfachlänge beträgt ja laut Chips 50 cm. Diese 50 cm beziehen sich auf Unterkante Korb bis Haken. Also nicht 50 cm Schnur, sprich Vorfach, von der Öse aus, sondern von Unterkante Korb. Das war die Montage. Okay, so, ich habe euch die ersten Gedanken von uns vermittelt. Wir werden jetzt das Training beginnen. Wir sitzen direkt neben den Engländern. Direkt rechts neben mir sitzt Steve Ringer. Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Bild, ja, in welche Richtung es gehen könnte. Einige Sachen kann man vielleicht aufschnappen. Wir werden die Augen offen halten. Und ja, ich freue mich aufs Training. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns noch. Wir haben gestern sehr viel gelernt. Die Karpfen hier sind sehr, sehr stark. Die haben sehr viel Kraft. Wir haben gestern sehr viel Probleme, die Fische zu halten, weil die gehen direkt in den Clip. Und dann haben wir sehr viel Probleme. Dann werden uns selbst 20er Vorfächer oder 22er Vorfächer werden uns gesprengt. Da haben wir uns heute ein paar Ideen für einfallen lassen, die wir testen werden. Dazu kommen noch, wir haben gestern einige Sachen noch gesehen bei den Engländern, die wir heute kopieren werden, weil die sehr erfolgreich waren. Wir haben gestern auch neben den Engländern gesessen und wir müssen ganz ehrlich sagen, dass die viel stärker waren als wir. Und dadurch, das motiviert uns natürlich noch mehr. Wir haben gesehen, dass die Engländer kleinere Körbe benutzt haben als wir, aber dennoch mehr Fische gefangen haben. Auch der Futterrhythmus war nicht höher als bei uns. So, dass ich sage, wir haben mehr Futter gebracht als die. Aber heute werden wir das mal so probieren, dass wir auch weniger oder kleinere Körbe nehmen. Und aber viel mit Flavors arbeiten, mit Wolken. Wir haben auch hier Maiskörner. Wir haben gestern, wo die Engländer den Platz verlassen haben und weggefahren sind, sind wir an denen ihre Plätze gegangen und haben da geguckt nach Futter und nach sonstigen Sachen und haben da rote Maiskörner gefunden, die geflavored sind mit einer speziellen Kirsche. Und das Gleiche machen wir heute auch und gucken, ob das für uns eine Lösung ist, um vielleicht mehrere kleinere Fische zu fangen
Und ja, ansonsten haben wir noch normalen gelben geflavorten Mais. Dann haben wir gemahlenen Mais ins Futter mit eingearbeitet. Das klebt sehr stark, wie eine Bombe, aber löst sich doch im Wasser sehr stark auf und gibt eine schöne Wolke. Und wir haben halt die Hoffnung, dass mit dieser Wolke die Fische noch mehr den Geschmack vom Mais annehmen oder haben wollen und ja, dadurch halt besser auf unser Futter anspringen. Hinzu kommt noch, dass wir das Futter heute nasser gemacht haben als gestern. Gestern waren wir der Meinung, dass unser Futter zu trocken war. Durch den ganzen Wind ist hier, vermute ich, eine Unterströmung gekommen und unser Futter verteilt sich zu stark. Wir werden erstmal versuchen, das Futter nasser zu machen, sodass wir versuchen, damit das flacher am Grund zu halten, das Futter. Sollte das heute auch nicht funktionieren, werden wir die Option wählen, das Futter viel, viel schwerer zu machen. Wir haben mit den Einheimischen hier gesprochen und die sagen, dass der Wind hier normal ist. Also hier ist immer viel Wind und deswegen müssen wir wahrscheinlich da noch viele Änderungen vornehmen, dass unser Futter schwerer wird und wir das mehr liegen bleiben, dass wir mehr Fisch fangen können. Dann kommt noch dazu, wir werden heute wieder verschiedene Taktiken ausprobieren. Der eine wird viel Mais füttern, der andere wenig Mais füttern. Dann hat nicht jeder den roten Mais, sondern nur drei Leute. Und ja, dann werden noch zwei verschiedene Längen ausprobiert. Einmal auf 35 Meter und die andere Bahn wird 48 Meter sein. Auf der 35 Meter Bahn sind 4 Zähler Wasser auf einer Kante. Und wir, die zweiten Leute, die angeln auf 48 Meter direkt hinter der letzten Kante auf 5 Zähler. Das werden wir heute versuchen und dann werden wir eine Resonanz abends ziehen und dann schauen wir, was der morgige Tag bringt. Ja, hallo alle zusammen. Ich möchte euch begrüßen. Wir sind am vierten Trainingstag hier in Südafrika. Am zweiten Trainingstag haben wir in einem Sektor gesessen, ziemlich weit links um die Ecke. Wir haben hier so ein Stück, wo wir trainieren können, wo allerdings nicht so viele Mannschaften hinpassen. Wir haben euch ja gesagt, dass mit uns zusammen die Engländer und die Holländer schon an der Strecke sind. Wir haben an dem zweiten Trainingstag einen Platz bekommen, wo wir weit durchfahren mussten. Die Strecke war nicht ganz so gut, die war nicht befüttert, die war sehr flach. Die Fische haben sich da nicht aufgehalten. Wir hatten uns eine Taktik zurechtgelegt. Wir wollten alle auf eine und dieselbe Tiefe fischen, sprich die gleiche Sekundenanzahl, um ein bisschen was auszutesten bezüglich Flavor, Futter, was hier enorm wichtig ist, was uns immer wieder bestätigt wird von den Südafrikanern. Leider konnten wir nicht viel testen, da die Fische sich dort nicht aufgehalten haben. Nur zwei unserer sechs oder acht Angler haben Fische gefangen. Wir fischen ja mit sechs Anglern. Da ist ein Ersatzangler mit inbegriffen und zwei weiteren Anglern. Ja, so konnten wir halt keine Erkenntnisse sammeln und mussten uns auf den nächsten Trainingstag konzentrieren, wo wir dann dieselbe Taktik nochmal durchgehen wollten, aber dann mit Fisch. Und da kann euch der Thorsten dann ein bisschen mehr zu sagen. Ja, gestern waren wir ganz rechts von der Trainingsstrecke. Da haben zwei Tage vorher die Holländer gesessen und sehr gut gefangen. Dadurch haben wir uns entschlossen, etwas früher aufzustehen und auch mal auf den, sagen wir mal, gut oder besseren Plätzen zu fischen. Haben dann die Strecke auch bekommen und haben da auch sehr viel ausprobieren können. Wir haben alle sehr gut Fisch gefangen und konnten auch die Aussteigerzahl der Fische stark reduzieren. Wir haben den ersten Trainingstag das Problem gehabt, dass wir sehr viele Fische im ersten Run, wenn die losliefen, nach dem Biss verloren haben. Das haben wir reduzieren können. Und jetzt haben wir gestern angefangen, das Futter umzubauen, schwerer zu machen, mehr grobe Maispartikel, harte rein. Und das werden wir dann heute auch nochmal testen. Einen kleinen Einwurf noch von mir. Die Bedingungen hier am See sind sehr schwierig. Sobald starker Wind aufkommt, ändert sich das Wasser vom Stillwasser praktisch zu einem Fluss. Es herrscht dann extreme Strömung, die Ruten müssen leicht angehoben werden, die Schnur muss aus dem Wasser, weil das flache Wasser ganz schnell in Wallung gerät und die Futterpartikel weggeschwemmt werden. Das, was der Thorsten gerade schon sagte mit der Strömung. Das heißt, man kann vom See, vom Stillwasser bis zur Strömung alles vorfinden und es kann innerhalb von 5 Minuten wechseln. So, man muss
man muss ziemlich schnell switchen dann. Zum Futter. Wir haben gröbere Partikel im Supermarkt gekauft, weil wir zu wenige davon hatten und in dem Futter, was wir bekommen haben, sehr grobe Stücke gehabt haben, die extrem leicht waren und die uns vom Platz weggedriftet sind und uns in den ersten zwei Trainingstagen auch viele Fische gekostet haben, weil die mit dem Futter weggegangen sind. Wir haben durch Einheimische erfahren, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass das Futter ganz platt auf dem Boden liegt und auch da liegen bleiben muss. Ja, und dadurch, dass viel Unterströmung hier herrscht, wenn viel Wind ist, haben wir natürlich dann eine Änderung vorgenommen. Die war gestern eigentlich sehr erfolgreich und wir wollen heute halt nochmal das Gleiche testen, ja, und gucken, ob diese Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben, funktioniert. Hier ist das nochmal das Gleiche, aber hier kann man sehen, dass wir sehr viel mit Mais arbeiten. Wir haben sehr, sehr grobe Partikel, viel Mais. Es geht hier manchmal 4-5 Dosen Mais müssen wir mit runterbringen und auch der Futterrhythmus ist extrem hoch. Wir müssen also gucken, wir haben festgestellt, wenn wir einen Fisch fangen, müssen wir 2 bis 3 Körbe nachfüttern, bevor wir den nächsten Korb mit Köder hinlegen, um genug Fisch am Platz zu haben, um den nächsten Biss zu provozieren. Das ist, haben wir gemerkt, dass das hier sehr wichtig ist. Also ja. Nachfüttern ist damit gemeint, die Südafrikaner denken ein bisschen anders wie wir und die Karpfen wollen ein bisschen mehr. Nachfüttern heißt Körbe für Männer. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ja. Das ist ein Korb, der hier in Südafrika gebraucht wird, um nachzufüttern. Und voll sieht das Ding ziemlich heftig aus. Und ist auch nicht gerade einfach auf Entfernung rauszubringen. Sprich, so eine Kanonen sind für uns relevant hier und kommen zum Einsatz. Und was ganz besonders wichtig ist, wir sprachen das schon mehrfach an, Thorsten ja auch, der Flavor hier in Südafrika. Das heißt, man kann die Fische aktivieren mit Futter, mit Mais, mit Menge, aber das bricht irgendwann ein und man muss zu anderen Mitteln greifen, sprich Kontrast, Farbe und natürlich Geruch und Geschmacksstoffe. Das ist so eine Mischung, die wir gekriegt haben von einem Kontakt, den wir hergestellt haben, von einem Südafrikaner, der hier sehr erfolgreich fischt. Das ist so eine Mischung zwischen Honig und Karamell mit einer fluoreszierenden Farbe. Wir können euch einmal demonstrieren, wie man das auf dem Korb aufbringt. Glücklicherweise halte ich den Korb nicht in der Hand, sondern Thorsten, da wird gleich alles gelb. So, also Flasche ist offen, Korb ist gefüllt, leicht angepresst, der Flavor kommt auf den Korb, sehr dickflüssig, fluoreszierend, eine Seite reicht und dann presst man das leicht an den Korb und wirft den Korb aus. Möglichst beim Einschlag die Rute weit nach hinten halten und den Korb gerade runterfallen lassen, damit die fluoreszierende Farbe gerade eine Futtersäule im Wasser bildet und nicht so in einem Bogen runterfällt, weil der Fisch sich dann hinter dem Futterplatz stellt. Im Wasser sieht das Ganze dann so aus. Zur Taktik von heute. Wir haben uns entschieden, heute verschiedene Bahnen zu fischen. Wir haben hier eine Struktur vom Wasser, die sehr wellig ist. Das heißt, wir können auf einer Bahn fischen, aber die Tiefen variieren doch extrem. Ich fische heute auf 45 Meter und habe 5 Sekunden Wassertiefe mit 40 Gramm. Und Jens fischt nur 2 Meter kürzer und hat nur 4 Sekunden Wassertiefe mit der gleichen Grammzahl am Korb. Und daher wollen wir herausfinden, wo genau der Fisch steht, ob der hinter der Kante besser zu fangen ist oder vor der Kante zu fangen ist. Und so haben wir das dann, wir sind mit 6 Mann überall gestaffelt. Wir sind am Switchen, nur 2-3 Meter auseinander, aber die Wassertiefen variieren bis zu 1,5 Metern. Und ja, wir hoffen dadurch noch mehr Erkenntnisse zu sammeln, um halt, ja, die Südafrikaner sagen, die Karpfen haben ja eine Comfortzone und die gilt es zu finden. Also wir müssen wirklich rausfinden, in welcher Wassertiefe, zu welchen Temperaturen die Fische sich aufhalten. Ja. Weil die Afrikaner sagen, man kann die Karpfen nicht
runterfüttern, wenn die nicht dahin wollen. Deswegen ist das sehr wichtig zu wissen, ob auf 3, 5 oder 6 Zähler der Fisch ist. Und das müssen wir uns alles halt notieren und dann halt dementsprechend auch reagieren, welche Temperaturen, welche Windverhältnisse sind am Wettkampftagen. Ja, vielleicht noch ein kleines Wort zu den Ködern, die hatten wir ja noch nicht. Wie immer in Afrika, Flavor, Flavor, Flavor. Wir haben uns erstmal auf 3 beschränkt, weil wenn man das zu viel staffelt, weiß man irgendwann gar nicht mehr, was man nehmen soll. Man muss das ja auch alles testen und ausprobieren. Was wichtig ist, wirklich der Kontrast, die Farbe ist hier unheimlich wichtig. Wenn man guckt, die Teams, die hier trainieren, das Wasser ist überall gelb, grün, blau, rot, alle Farben, die man haben will. Vieles ist natürlich auch nur Test von den anderen Mannschaften. Aber ich glaube, wir können uns so ein bisschen auf grün und auf weiß versteifen. Ich denke, das werden die besten Farben sein. So haben wir auch die Köder gestaffelt. Wir haben einmal fluoreszierende Maiskörner in gelb mit einem kleinen bisschen Aroma, sprich Honig oder Karamell. Dann haben wir rote Maiskörner. Die sind uns erst aufgefallen, nachdem wir auf dem Futterplatz der Engländer einige davon bergen konnten, nachdem die weg waren, mit einem Geruch von Wildkirsche oder auf jeden Fall einen fruchtigen Geruch. Wir meinen, dass es Wildkirsche war, haben uns da auch was besorgt von hier vor Ort. Und die anderen Körner haben wir grün gefärbt mit einem starken Maisaroma, sprich mehr oder weniger Natur, ein bisschen verstärkt, so dass wir ein bisschen switchen können und die Möglichkeit haben, die Hakenköder zu wechseln. Wobei es aber wichtig ist, wenn Fische am Platz sind und die Fische fressen, den Köder nicht zu wechseln, sondern bei einem Maiskorn zu bleiben. Erst wenn es schlechter wird oder wenn es aufhört zu beißen, dann wechselt man den Hakenköder, den Flavor oder die Farbe. Weil es doch so ist, dass wenn die Fische anfangen zu fressen, der Biss schneller erfolgt, wenn man bei einem und demselben Hakenköder bleibt. Natürlich lassen wir die anderen Köder nicht außer Acht, sprich Maden und Wurm. Die beiden Köder, die hier noch wichtig sind und uns auch genannt wurden. Wobei es dazu erwähnen gilt, wie schon gesagt, dass Maden hier eigentlich gar nicht zu bekommen sind. Der Fisch, die diesen Köder nicht kennt. Wir probieren das aus, stellenweise mit Maden zu füttern. Gestern hatten wir erste Ansätze und haben gesehen, dass wenn man viel Maden füttert, die Fische zu aktivieren sind durch die Bewegung. Allerdings funktioniert es am Haken noch nicht so gut. Aber wir glauben, dass durch die Fütterung von Maden, durch die Bewegung, die da unten entsteht, die Fische ranzufüttern sind. Das werden wir weiter testen. Mit Würmern haben wir auch gefischt gestern. Die Erfahrungen waren nicht so gut. Die Fische wurden kleiner. Wir haben viele Yellowfish gefangen und kleine Welse. Karpfen haben eher nicht positiv darauf reagiert. Die wollen wirklich Mais, 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 Mais. Ja. So, wir werden dann heute mal unseren Trainingstag beginnen und gucken, welche Erkenntnisse sich heute noch so finden lassen und hoffen, dass wir nicht so einen Sturm haben wie gestern. Einige Materialien sind zerbrochen, die Wellen gingen uns bis übers Knie, die ganzen Sitzkiepen waren unter Wasser, wir mussten unsere Sachen zurückholen und das Ganze ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten passiert, vom Stillwasser, wirklich vom spiegelblanken Wasser zu 80 cm hohen Wellen. Also es war ziemlich imposant. Wir sind jetzt auf jeden Fall gewarnt. Einige Dosen sind schon weggeschwommen. Wir werden es zu verhindern wissen, dass das nochmal passiert. Ja, hallo zum ersten Trainingstag. Wir starten das offizielle Training. Heute Morgen waren wir beim Losen. Wir haben jetzt für alle 5 Tage unsere Boxen gelost und sitzen in Box 7. Das ist also mittig. Es nehmen, ich glaube, 15 oder 16 Nationen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nehmen an dieser WM teil. 2 sind kurzfristig abgesprungen, unter anderem auch die Franzosen. Wir haben eine Box gelost direkt neben den Engländern. Die Engländer sitzen in der Box 6, wir sitzen in der Box 7. Rechts neben uns, die Box ist frei. Die Trainingstage waren für uns sehr schwierig, da wir den See nicht genau kennen und viele schlechte Plätze hatten, wo wir trainiert haben. Die offizielle Strecke war ja geschlossen, so dass wir sehr, sehr viel Hoffnung in das offizielle Training legen, um weitere Erkenntnisse zu sammeln. Wir gehen wie folgt dabei vor. In unserer Box befinden sich 6 Angler.
Wir haben uns im Vorfeld dazu entschlossen, nicht nach Weite zu gehen, sondern nach Tiefe und nach Sekunden. Sprich, diese sogenannte Comfort Zone, diese Tiefe, wo der Karpfen sich wohlfühlt, die dann zu ermitteln. Das heißt, durchaus, wenn man jetzt auf 70 Meter 2 Sekunden hat, könnte das besser sein, wie zum Beispiel auf 70 Meter in 3 oder 4 Sekunden zu angeln. So, die Tiefe spielt die größte Rolle dabei, nicht die Entfernung. Jeder von uns wird eine andere Sekundenzahl fischen. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich immer noch das Futter. Wir sind ein bisschen skeptisch mit dem Futter, was wir von dem Südafrikaner bekommen haben. Das ist sehr leicht. Wir sprachen davon, dass die Strömung im Gewässer sehr stark abhängig vom Wind ist. Jetzt ist praktisch windstill, eine ganz leichte Brise. Da bleibt alles liegen. Der Futterplatz ist mehr oder weniger sauber und relativ inaktiv. Sobald Wind aufkommt, herrscht sofort Strömung und die Partikel gehen weg. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir schon erkannt haben und versuchen zu beheben, falls es denn daran liegt. Das heißt, einige fischen immer noch mit einem recht, zwar schon schwerem Futter, aber mit leichten Partikeln drin. Und andere werden eine passive, schwere Mischung versuchen. Vielleicht ein bisschen, ja, so wie die europäischen Futtermischungen hier in Afrika. Die örtlichen, die man bekommt, die sind ja sehr grob und entsprechen nicht dem Ideal eines Wiederanglers in Europa. So, wir haben da ein bisschen gemischt und werden das ausprobieren. Dritte Sache, Köder. Wir werden von Wurm, Made und Mais, jegliche Köder werden wir Gebrauch machen. Nicht jeder alles. Das würde alles durcheinander werfen und ein verfälschtes Ergebnis bringen. Wir werden das aufteilen, sprich, einer fischt mit Wurm, schneidet auch Wurm. Andere werden Mais füttern, wo wir denken, dass das im Moment der Top-Köder ist, und andere mit Maden. Wir haben noch einen zusätzlichen Köder bekommen, der auch erlaubt ist. Das sind Floating Maggots, also schwimmende Maden in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Farben. Die sind nicht zu vernachlässigen, gerade wenn man mit schweren Haken angelt, um das Gewicht des Hakens ein bisschen aufzuheben. Das ist eine Sache, die werden wir probieren. Alle Mannschaften haben die bestellt. Besser, man hat sie, wenn man sie braucht. Wir sind vorbereitet. Ja, zu den Ruten, Rollen und Schnüren, die haben wir natürlich auf unser heutiges Thema angepasst. Ich sprach von den Sekundenzahlen. Hier in diesem Bereich ist es, also es ist uns so gesagt worden, es ist nicht unbedingt notwendig, direkt weit raus zu angeln. Also werden wir versuchen, heute den Fisch kurz zu bekommen. Da wir direkt einen Vergleich zu den Engländern haben und da einige Engländer dabei sind, die etwas weiter rausgehen, kriegen wir darüber auch gute Erkenntnisse. Aber so können wir jetzt direkt feststellen, ob sich der Fisch nach vorne füttern lässt, weil es einfach vorteilhafter ist fürs Tackle. Man kann ein bisschen leichter fischen, man hat weniger Fischverlust, das haben wir ganz stark festgestellt, harte Ruten, viel Fischverlust. Man kann die Montage so umändern, dass man die Fische nicht mehr verliert, mit Powergarm oder mit viel Schlagschnur. Aber trotzdem bleibt die ganze Sache ein bisschen klobig und wir wollen es leicht halten. Deshalb werden wir es heute so versuchen. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Das Signal ist gerade ertönt. Die offizielle Fütterung kann jetzt beginnen. Der Trainingsdurchgang beginnt. Wir haben bis 18 Uhr Zeit von 9.30 Uhr. Und wir hoffen, wir fangen ein paar Fische. So, wir werden euch die nächsten Tage dann mehr berichten können und hoffen, ihr habt alle Spaß bei der DVD. Bye! Anyway, good luck, lad. Herzlich willkommen zum dritten offiziellen Trainingstag heute. Mal einen kleinen Rückblick zu den letzten 2 Tagen. Ja, am ersten Tag haben wir in Box 7 gesessen im ersten Training. Konnten wir insgesamt 24 Karpfen fangen in unserem Team, was im Durchschnitt schon sehr gut war.
Dann haben wir auf Platz 3 nach den Engländern und den Iren, die mit die Engländer über 30, 38 Karpfen hatten oder 41 Karpfen hatten und die Iren so um die 38 Karpfen hatten. Die Iren hatten halt den Vorteil, die saßen direkt ganz links auf dem Kopf mit dem ganzen Team, wo auch die Tage vorher im Training viel gefüttert worden ist. Da haben wir das nicht so überbewertet, aber gestern haben sie aus der Mitte auch wieder gut gefischt. Wir haben die Leute bei uns im Hotel, wir können auch beobachten, dass sie sehr akribisch arbeiten. Und heute sind sie neben uns, dann werden wir mal schauen, was es so gibt. Wie hat sich die Strecke verändert? Im Gegensatz zu dem, was wir gehört haben, hieß es von Anfang an, wir müssen sehr viel füttern, um den Fisch am Platz zu halten. In allen Trainingseinheiten hat sich das eigentlich nicht bestätigt. Jeder, der viel fütterte, hat eigentlich ein sehr schlechtes Ergebnis gehabt. Es ist wirklich so, dass auch selbst die Karpfen, die viel fressen wollen, nicht viel Futter benötigen, um am Platz gehalten zu werden. Wir haben nochmal unser Futter komplett umgestellt. Wir sind jetzt feiner geworden von der Konsistenz, haben noch ein Breadcrumb organisieren können, was wir hier mit einsetzen, was wir zu 30% dem Futter zufügen, zu dem Futter, was wir hier bekommen haben. Tun noch ein bisschen Hanf dabei. Hanf kann nie schaden, lockt immer Fische. Haben wir mal eine Möglichkeit oder versuchen eine Möglichkeit mit direkt fluoreszierender Farbe im Futter eine Nacht einziehen lassen, so dass das Futter permanent eine Wolke abgibt und so eine Lockspur erzeugt. Und damit hoffen wir, dass wir die ersten Standfische sehr früh auf uns aufmerksam machen. Und wir sind hier wirklich der Meinung, wenn ein, zwei Karpfen auf dem Futterplatz sind, dann kommen auch mehrere Karpfen, wenn die diese Wolke sehen. Das haben wir gestern festgestellt. Wir haben dann zum Schluss massiv damit gefüttert und da wurde unsere Bissfrequenz viel, viel besser. Drei Leute von uns haben diese fluoreszierende Farbe im Futter direkt, drei Leute haben die nicht. Wir werden heute auf exakt der gleichen Bahn fischen und immer im Wechsel fluoreszierend. Ohne fluoreszieren, fluoreszieren, ohne, mit, ohne. Um so rauszufinden, ob wir damit wirklich die Fische schneller am Platz bekommen. Noch was wir festgestellt haben ist, dass kaum Mais zum Einsatz kommt, der geflavored ist, weil wir da sehr, sehr wenig Erfolge mit haben. Das Einzige, was funktioniert, ist wirklich eine fluoreszierende Farbe. Die werden wir heute noch mal verschärft probieren. Zu gestern. Gestern saßen wir in Box 10, auch ein Kopfsektor im anderen Teil von dieser Strecke. Da konnten wir insgesamt 27 Karpfen fangen und das Positive daran, wir haben insgesamt 31 Karpfen am Band gehabt und haben wirklich nur 4 verloren. Die anderen Tage waren das mehr und jeden Tag, den wir hier trainieren, kommen wir einen Schritt näher, die Fische nicht mehr zu verlieren. Ich habe gestern persönlich 3 Fische verloren. Vorne an der Kante und konnte 8 Karpfen fangen. Das war auch das beste Ergebnis gestern. Die anderen von uns, die konnten zwischen 7 und 4 Karpfen fangen, was auch sehr gut war. Und leider ist es aber so, dass die Engländer hier das Maß aller Dinge sind. Da sie einen Vorteil vor uns haben, sie fangen die Fische nach 20 bis 30 Minuten und wir fangen die Fische erst oder beziehungsweise die Fische suchen unseren Platz erst nach 60 Minuten bis 90 Minuten auf. Und da müssen wir halt hinterkommen, versuchen die Fische eher am Platz zu haben. Diesen Vorsprung, den die sich in diesen einer Stunde, anderthalb Stunden erarbeiten, den können wir auf der gesamten Zeit leider nicht mehr aufholen. Nachher, wenn der Fisch bei uns auch steht und wir Bisse bekommen, sind wir der Meinung, dass das Tempo gleich ist, aber halt uns fehlt eine Stunde bis anderthalb und das ist in der Angelwelt sehr viel und da haben wir heute mit verschiedenen Taktiken wollen wir versuchen, dem näher zu kommen und den Fisch viel, viel eher am Platz zu bekommen. Änderungen an der Montage haben wir auch vorgenommen. Dadurch, dass wir sehr oft um die 60 Meter werfen müssen und der Wirbel auf der Hauptschnur läuft, haben wir sehr viele Abrisse gehabt. Wenn man hier mal genau hinschaut in die Montage, haben wir in diesem Gummischlauch, in diesem Stopfen hier, den Wirbel tief reingedrückt. Der steht also in den Gummischlauch rein. Und hier ist eine große Öse, sodass der hier drüber läuft, hier sich einhängt und hier auf dem Metall aufliegt, sodass wir keinen Kontakt vom Wirbel zur Schnur haben.
Und trotzdem ist diese Montage FIPS-konform, weil er einwandfrei über die Montage läuft. Wir haben keine Verklemmerung, keine Blockierung. Die ist 100% FIPS-konform. Zu den Futterkörben. Wir sind hier mit dem Wissen angekommen, oder wir haben im Vorfeld das Wissen gehabt, dass wir hier sehr viel füttern müssen. Wir haben einen einheimischen Kontakt, wie ich schon erwähnt hatte in den vorigen Gesprächen, der uns sagte, wir müssen sehr viel füttern. Dementsprechend hatten wir auch die Körbe gewählt. Wir haben uns von Mike Morgner, Futterkörbe aus Edelstahl, haben wir uns Spezialanfertigung machen lassen. Sehr große Körbe mit einem zentrierten Gewicht, wo das Mais sehr gut aus dem Korb fallen kann. Die haben wir uns in vier verschiedenen Größen haben uns die machen lassen. Einmal in nochmal eine Masche größer und diese Größen hier. Wir haben aber festgestellt, dass sehr viel Futter sehr kontraproduktiv ist. Und deswegen sind wir umgeswitcht auf andere Körbe. Die Körbe sehen jetzt wie folgt aus. Die Futterkörbe sind einmal diese Körbe hier. Das werden unsere Futterkörbe sein. Und unser Angelkorb ist nochmal eine Nummer kleiner. Der wird so aussehen. Wir haben festgestellt, dass die Fische nicht direkt auf dem Futterplatz stehen, sondern nur da fressen, wo wenig Futter liegt. So haben wir uns schon unsere Taktik so weit verbessern können, dass wir sagen, wir machen die Anfangsfütterung 1 Meter kürzer, als wir tatsächlich angeln. Wir füttern mit den großen Körben zwischen 4 und 10 Körbe an. Den kleinen Korb legen wir genau 1 Meter hinterm Futterplatz und lassen den auch dann so lange liegen, bis der erste Biss kommt. Morning, Tommy. Morning, Paul. All right, thanks. You've now fished in South Africa for the last 11 days, I think it is. Yeah, something like that, yeah. The first week you was off the venue, about a kilometre further to our left, just off venue. What experiences could you gain? Like that, just get going round and you get a carp on. Yeah. And I don't think anybody's... I just love Africa and I've been 3 times before and I just love the place. And this place is just quite staggering, really. Absolutely staggering. In fact, the anglers who've come with me, I think they now realise how lucky they are, yeah, to be honest with you, because it is a fantastic place, fantastic venue. And I just love the place. I fell in love with South Africa the first time I came. How many times have you been here now? It's third time. And not my last. Yeah. And I just love the place. Back off the venue last week, what experiences could the team gain? What was most important factors you needed to work out here? No, not really. You just got to work out they're not easy fish to catch, to be fair. And you just got to work a way out and be patient and just hope it works. And we've got a plan. And if it works at weekend, then it'll be fantastic. And if it don't, then we'll try again next year. But I think we learned last week how the fish feed, and I think it was a great exercise to come early and just off the match land. So, but we'll see. We won't know that weekend. Yeah. So now this is the fourth training day, Thursday. Teams have been telling me now that England have had between 40 and 80 carp a day between years. Is that true? No. All right. No, don't believe backside gossip. No, I know that. Because I don't. Trust me, we've done all right, don't get me, I'm not grumbling. Yeah. But I've got some fantastic carp anglers in my team. And the Ringers and Grant and Adam and Mick. We've got incredible angling brains. We really have, and it's been a pleasure to be with him, really. You mentioned the guys. Your guys are doing this day in, day out in the UK, playing carp. Obviously that's not the most important factor. You've mentioned already you've got a plan. Yeah. Well, I know it's the feeding. It's although the carp, they do feed different to England, and we've just tried to work it out. You know, we've had a bit of assistance off a good friend of mine over here, Adrian van der Heever, and we're very grateful to him. Yeah. So we've put a lot of his thinking into the English way, and there's a combination, and it's at the moment it's working. So, but it'll only be good if we win a gold.
just let your net hit. Oh, missed him. They don't do that, they don't. They're wild. I'll tell you something, they do not like the landing net. Yeah. The, well done there. Cheers, nice, mate. Another nice South African carp. Yeah. Another horrible day in South Africa. Another terrible day. So there. And these fish have got a horrible dorsal fin. Yeah, they're getting caught in the nets. In the by nets everyone, and everything, yeah, they really are. Yeah. Oh, yeah. There we go. So before the, in with your friends. In the net. Before the competition, back in Europe, yeah, all the talk was mainly of England, South Africa, even world champions, Holland. Mm. They still, how do you see their position now? Well, I've said since last year that anybody that beats South Africa will win it, and I believe that because they understand the baits, the flavours, and the fishing and the place itself. So I think anybody that beats them will win it. Holland, although they haven't been catching all week, I'd never write them off because no, they're not world champions for nothing. Yeah. And although I think carp fishing is probably a little bit alien to them, but yeah, I'd never ever write them on. And the other two teams that seem to be catching a lot of fish are Belarus and Denmark. Denmark, yeah, they're on our right today. Yeah, and they've caught a few fish today. Under the guidance of German angler Michael Schlügel. Absolutely, yeah. and he is a good fisherman, him. Yeah. He is a good fisherman, he's a crafty old cookie. And I would never ever write Hungary off while they've got Thomas Walter there. That's right. That's he is some coach, him. He is some guy, and I would never ever write any team off that Walter Thomas is in charge of. So I think what I've seen or what I've heard, but listen, I only worry about what we do, yeah, and that's all I worry about. That's right. I've got enough on trying to fish and be manager, and it's very difficult to do both, yeah, but you know, I'd back my lads against anybody, okay, I really would. But I see, yeah, everyone, it's big talk now, everyone's tipping England for this one, they're running away with it. Yeah, we'll see. We're hearing, good. We'll see. To the venue itself, yeah, is it fair? I think it is fair. I think there's obviously the MPEGs are going to obviously make a difference, I think. I don't think there's any doubt about that. Yeah. But, I mean, we're an unbelievable, fantastic, beautiful place to spend 2 weeks of your life. It's just incredible. Yeah. I just love the place, and the fish are wild. It's just unbelievable. I mean, all the lads have just fell in love with the place. And when we came over, I booked a lodge because I wanted them to have a South African experience. Because yeah, most of them will never come here again. Yeah. I mean, I will come here again. And I just wanted to have a South African experience, and they're really enjoying it. And we've caught some big catfish. Yeah. I've had my biggest ever fish. I had a 32-pound cat. So you've had them on the other side of the dam, haven't on you? On the river. In the river valley, yeah. Okay. And we were on the banks of that, and we're having barbecues, and you know, I mean, like I said, these lads don't realise. They'll only realise how lucky they are in years to come when yeah, people talk about it. Yeah. One more thing back to the tactics. The carp, obviously, the carp are there, but are there enough? Will on some pegs the yellowfish play a role? Well, I also have a philosophy about match fishing, is that any team fishing, in the World Championship, five fishermen, and it's your fifth angler that wins you the gold medal, and they might come into play for that angler. I don't think they will for the top three or four places, but I think they will maybe for a few backing weights. And we've been discussing it this morning, to be fair, with Glenn, whether we should just change tactics a little bit. Yeah. So we'll just wait and see. Okay, right, I'm not going to bother you much more longer because you're messing up your feeding pattern. No, don't worry about that. Okay, Tom, thanks very much for taking the time out. My pleasure. It's always lovely to talk to you. Hallo liebe Zuschauer, ja, heute ist der Tag der Tage. Wir haben eine lange Reise hinter uns gehabt, sind jetzt hier auf einem anderen Kontinent, auf einer anderen Seite von der Erde, haben 2 Wochen sehr hartes Training hinter uns, haben 80 Stunden am Wasser verbracht und ja, wo wir ganz genau stehen, werden wir erst heute erfahren. Ich habe heute mit E10 eigentlich einen guten Platz gelost.
Leider hatten wir die Möglichkeit nicht hier vor zu trainieren oder einen dieser Boxen zu bekommen in diesem Sektor, also ist das für mich hier Neuland. Aber trotzdem werden wir die Taktik, die wir uns in den letzten 2 Wochen erarbeitet haben, hier erstmal gnadenlos durchziehen, weil wir davon überzeugt sind, was wir hier tun und auch, egal wo wir gesessen haben, immer mit allen Nationen mithalten konnten und eigentlich auch besser waren, bis auf die Engländer. Zur Taktik, es hat sich gezeigt, dass wenn Fisch kommt, kommen immer mehrere Fische und viele Fische. Es ist nicht so, als wenn das Einzelgänger sind, die Karpfen hier. Wir werden eine Anfangsfütterung von 6 größeren Körben setzen, die wir sehr nass machen, die wirklich lange brauchen, um aus dem Korb zu lösen. Wir haben 10 Minuten Zeit zu füttern und da das Futter so nass ist, braucht das eine lange Auflöszeit, aber liegt dadurch platt auf dem Boden. Wir haben gemerkt, dass die Karpfen hier, sobald ein paar schwimmende Partikel drin sind oder das Futter zu locker aus dem Korb geht, kommen die Fische direkt hoch. Und das haben wir in den letzten 2 Tagen immer mehr ausmerzen können, dieses Problem. Um das Futter immer nasser und immer nasser zu machen, haben dann Konsistenz noch verändert. Wir werden also 6 Körbe setzen mit auch 4 Mais drin und werden dann einen Korb 2 Meter hinterm Futterplatz legen mit einer Farbwolke und werden dann so lange warten, bis der erste Biss erfolgt. Und dann wird unsere Taktik wie folgt aussehen: Für jeden Gefangenen oder für jeden Fisch, der am Band war, werden wir 2 größere Körbe nachfüttern. Das hat sich in den letzten 4 Tagen als die beste Taktik erwiesen und so konnten wir eigentlich jede andere Box sehr, sehr gut in Schach halten. Hinzu kommt die Unbekannte an dieser Strecke, an diesem Teil der Strecke, den ich leider nicht beantworten kann jetzt. Da können wir uns auch nicht auf andere Nationen verlassen, sondern wir werden auf jeden Fall unsere Sachen hier durchziehen. Vom Hakenköder, es gibt hier nur the one and only, das ist Mais. Wir haben sehr viele Sachen mit Wurm probiert. Wir haben 20 Kilo Würmer über, wo wir überhaupt keine Verwendung für haben, weil der hier überhaupt keine Rolle spielt, der Wurm. Das ist nicht wie in Deutschland oder in Belgien oder in Holland, in anderen Ländern, dass der Wurm eine wichtige Rolle spielt, sondern er spielt überhaupt keine Rolle. Dazu kommen Mahnen, die einen geringen Teil an einer Rolle spielen. Dazu zählt der Yellowfish. In gewissen Teilen von der Strecke kann man Sektorensiege vermuten wir einfahren mit 15 Kilo an Yellowfish, weil die mittlerweile eine Größe von bis zu 1 Kilo haben. Hier auf den Teil der Strecke trifft das nicht zu. Gestern waren hier 102 Karpfen in einem Sektor hoch. Hier werden wir mit Massivfisch rechnen und so wird natürlich auch dementsprechend unsere Taktik aussehen. Wir haben 8 Liter Futter dabei. Wir haben 2 Liter Mais dabei. Zusätzlich kommt nochmal geflavorten Mais mit Banane, geflavorten Mais mit Karamell und einer gelben Wolke drin. Und das ist das, was wir brauchen werden. Falls auch der große Karpfen oder die Karpfen hier nicht einlaufen werden, werden wir auf Yellowfish angeln. Die Taktik haben wir auch trainiert im Training. Haben nicht die guten Ergebnisse einfahren können wie die Ungarn oder andere Teams, aber das ist auch sehr streckenabhängig hier. Es gibt Strecken, da kann man viele Yellowfish fangen und gute Yellowfish fangen und es gibt Strecken, da kann man gar keine Yellowfish fangen. Da wartet man eine Dreiviertelstunde bis auf den ersten Biss von einem Yellowfish. Das zweite Problem ist, da wo sich der Yellowfish aufhält, hält sich auch in der Regel immer der Karpfen auf. Deswegen ist das für uns in unserer gesamten Teamtaktik nicht das Hauptaugenmerk, auf den Yellowfish zu gehen. Das wird nur ein Plan B sein, wenn wirklich unerwartet oder wieder erwartend die Probleme da sein werden, dass wir keine Karpfen hier fangen können. Ja, ich meine, wir sind sehr gut vorbereitet, wir werden alles geben. Ich denke, wir haben viel Geld, viel Kosten auf uns genommen, um hier zu sein und werden halt einfach versuchen, für Deutschland, für den DAFV alles zu geben. Schauen, was draus wird. So, it's day one of the World Championships and I'm now joined by Jan van Schendel from Holland, the trainer, manager. Jan, you've been here now 2 weeks, you've been here. Tell us how your 2 weeks have gone. Very funny. Strange when you arrive here. We were before anybody else. Yeah. And very enjoyable.
difficult to find places where we thought there was enough depth to catch a few fish. Yeah. The levels, I was here 2 years ago, and you must have seen it 2 years ago to be able to believe what is the difference with this. It's incredibly much lower, let's say. And fact is, we've caught a lot of fish in the first week, whenever we found a place. Sometimes it was hard to find a place, and when you had a lot of wind in very shallow places, just everything got washed away and you couldn't get a bite. So this was the first week. Not important, just getting acclimatized, getting used to the situation. Then we had the practice week, and to say it mildly, we've had a really tough training week. Don't get me wrong, I don't mind it. Yeah. It's sometimes better than just catching lots and lots of fish all the time everywhere. I've not had the feeling we've been on the right day in the right places, and I hope I'm right. Today it will be proved. We've not caught anything special during the week, and yet I'm very confident. Well, that's good to hear, because a lot of teams have had good spaces, good boxes in the week, and lots of fish, and maybe they're overconfident. No, well, let me put it in another way. With all my respect for everybody, don't get me wrong. Yeah, of course. I give you a good example. We were in a box 2 days ago now, and we managed, on a flat calm day, we managed 25 or so carp. And I was happy enough with that. Everybody caught that or less. And I hear yesterday they caught more than 100 fish in this box. Now, surely we've got some bait on the hook as well. Yeah. And surely, with all my respect for these people, but it's a different day. Fish move in, a little bit more wind yesterday. That's what I mean with not being on the right place on the right day, because I'm confident our people can catch more than 25 fish, so if the conditions are right. Yeah. So to today, are you happy with your draw today? Very happy. Yeah, you've got some good pegs. Let's put it like this. We can't grumble about the pegs based on what I saw yesterday. I walked this part of the match length yesterday, and based on that, I can't grumble. No. So. But like I said, they've got tails, the fish, they've got fins, and they can swim around. We will see, but I'm confident. Good. Today we see on this peg behind us, A9, we've got to his right, to his left, he's got the South African, and so it'd be good to see, to compare tactics today. Yes, the South Africans have done very, very well. They're used to this fishing, obviously, and I've admired them this week. They've an incredible amount of work they've put in. I know, I've spoken to some of them, and this is going to be. Can they handle the pressure? I wonder. This is immense at the moment for them, if you know what I mean. Yeah. They've worked for a year for this, and now the day has arrived. I wish the best for them. Yeah. They've certainly got some tricks up their sleeves, because they won't let me into the boxes the whole week. only with guidance from the manager to take a picture of a fish. But they've really put a lot of work into it. Yes, it's everybody's own approach, I suppose. I don't believe in secrecy myself, and I also don't believe in all the little secrets that you see here, that we have seen over the last couple of weeks. There are so many fish in this water, and we've seen thousands coming out of the water, topping and spawning, and I don't know, we stick to our own principles. Come here a minute. Say hello to the camera. Hello. Can I have a kiss? Thank you. Sorry about that. I won't give you a kiss anyway. So you don't like secrets. What's your tactics for today? Our tactics for today will be no different to what they were in the week. I'm not saying we try to outcast, but we want to make sure we are not too close in to compare with the people around us. Be patient, especially. And that is it, really. Yeah. And we go through a selection of baits. We've got ways of changing our system of fishing when it doesn't go right. And what we've practiced all week, we just stick to that. That's good to hear. Yeah. Okay. Well, I wish you all the best for today, Jan. I really do. You know I like yours. And all the best. Thanks for talking to us, and hopefully we can talk again during the weekend. Look, whatever happens, we won the World Championships last year. We were quite long reigning, because it's taken a year and a half for them to happen again.
And regardless of what happens here, we've enjoyed it immensely this time, and we'll try to sell our skin as toughly as possible. Let's put it like this. Right. And not forgetting, you're still world champions for another hour. Minimum. Okay. I'm now joined by Gert Packfis from Verpa Ground Baits. Gert, how many cages did your guy put out just now? Three cages at what distance? 50 meters. And just that you're fishing just the one line? Yeah, you're fishing one line. One line, okay. Did you see what the South African did? No. I'm now joined by my friend David from the Czech Republic. David, 1 minute has just gone. Your guy's just caught a carp. Yeah, we were lucky. We caught a carp on the first check, so... Just a lucky fish? Yeah, it was maybe a lucky fish. Okay, how did you start feed? What was the start feed? How many cages of feed? We caged just one. One? We cast just one cage. At which distance? It's 50 meters far. Okay. It's not so far in everyone, but... Will he now build up the swim, or...? Yeah, definitely have to. But depends on the fish. So we don't feed them more, we cast more. So it wasn't maybe a lucky fish, you just put one cast, didn't scare the fish away, so it was maybe a fish that was there. Okay. Yeah, definitely. We'll see what happened. Yeah. Well done. Have a nice day. Thanks. Herbie, the captain of the South African team, we've just seen your guy have a big fish, and it's the first big fish here in this part of the section. Mm-hmm. The feeding at the start, he's fed two lines out of about 50 meters and at 37 meters. Where did he just catch that one? The deeper one. In 50 meters, And how many cages of feed did he put out at 50 meters at the beginning? I'm not sure. I haven't asked him that. Okay. I'll go and ask him now. Okay. I'm not totally sure how much he put out. But yeah, he did put some feed out because you know yourself. Seen the fishes playing around here in South Africa. Yeah. How big was the fish? It's about, I would say, 2.5 to 3 kilos. 2.5, so it's a good fish. It's a good fish. And a good start. We're hoping for more like that. Good. You know, there is the fish, they just need to be caught. Okay. And that's why we're so glad that everybody from the world is here to come and catch good fish. Yeah. Wild fish, that they enjoyed it. And I really hope that people out overseas can see it's good fish to fish here. Brilliant. Yeah. And I'm glad to see all of you here. Welcome again. Thank you very much. Okay. On the short barn, on the short line, are you hoping to bring the fish in? Yeah, normally they will come in. Okay. So we hope to bring him in. That's why we try to lock him inside to come inside for Which us. Not many teams have done. They've only fed the far line at 50 meters. So we'll wait and see what happens. You will see it happen. Watch today and see what happens. Thank you. So, da sehen wir drei verschiedene Futterstrategien zum Anfang. Holland mit drei Körper auf einer Distanz. Czech Republic sogar nur mit einer Korb auf einer Entfernung. Und Südafrika 3 bis 5 Korbe auf 2 Bahnen. Bertie Mulder hat einen guten Start auf A11 und hier bleiben wir für die erste Stunde, weil deutscher Kandidat hat sich neben den Südafrikaner gelöst. Und beide hier haben auch die Fische vom Anfang an. Englands Adam Wakelin war auch glücklich mit seiner Platzlosung heute und hat versucht, das Beste rauszumachen. Adam ist der einzige neue Angler für England dieses Jahr in der Start 5. Ersatzangler Grant Albert musste leider als Bankrunner laufen heute. Marco Hoffmann von den Niederlanden dürfen neben dem Südafrikaner André Bezuidenhout sitzen. Und gleich zu Anfang war klar, dass Holland Probleme hatten. Kleine Fische spielt keine Rolle in diesem Teil des Sektors heute. Mit nur Jan van Schendel und Gert Packfis als Betreuer, Holland würde heute ziemlich schwer haben. Links von Marco, einer der Favoriten heute, André, fängt große Fische, aber scheint Probleme zu haben mit seiner Montage. Trotzdem fängt die richtige Großen. Und Marco bleibt immer nur die kleinen Karpfen und Yellowfish rüber.
section. Im B-Sektor, Neville Ford hat auch einen guten Anfang und es scheint, Südafrika war auf dem richtigen Weg, mindestens hier in Untersektoren A, B und C. In C-Sektor, Phil Ringer saß neben unserer Ola Barklatz auf C5. Phil Ringer hat viel mehr Fisch im Netz, aber Ola hat die große Karpfen und am Gewicht nicht viel hinter die Engländer. Ola hat eine starke Trainingswoche hinter sich für Deutschland und hat sich den Spitznamen Löwe respektvoll verdient. Wir haben sogar im Training versucht, Ola aus der Ruhe zu bringen, dass er wahrscheinlich neben einer Ringer sitzen würde am Wettkampftag. Ola fragt immer, wer ist denn Ringer? Und hier noch eine Deutsche, wer die Ruhe weg hat. Thomas Dreser im B-Sektor auf Platz 14. Thomas hat zu kämpfen mit einem sehr unsauberen Platz, mit vielen Hängen. Es gab ein paar Plätze mit dem gleichen Problem, wo der direkte Nachbar gar kein Problem hat. An diesen Plätzen war meistens nur ein alter Baumstamm. Aber über die Jahre sind eine Menge alte Montagen und starke Schnüre hängen geblieben. Zwischen Sektoren C und D ist ungefähr 1,5 Kilometer Platz. Der erste Platz nach diesem langen Spaziergang ist D1 an Jens Koschnik. Endplätze waren nicht immer ein Vorteil an dieser Strecke. Angeblich war A1 der schlimmste Platz in der ganzen Afrika. Aber D1 scheint nicht so schlecht zu sein. Zu diesem Zeitpunkt, es war sogar ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jacobus Berger, der Südafrikaner, auf D6. Auf D4 Engländer Tim Percival angelt für Dänemark unter der Ausländerregel. Jede Mannschaft darf ein Ausländer, das heißt jemand, wer in der Land wohnte und arbeitet seit mindestens 5 Jahren. Dieser muss geprüft vom Nationalverband und Beweise am FIPS weitergegeben. Diese Regel ist nur für die 6 Angler und nicht für den Manager oder Betreuerteam. Nicht der stärkste im Sektor heute, aber ein schöner Karpfen für den Portugieser von D12, Carlos Trigo. 2 Plätze weiter auf D14, Manager und Angler für 3. Jahr für England, Tommy Pickering. England sind ziemlich unter Stress dieses Jahr, um Gold nach Hause zu bringen. Die große Frage ist, kann man als Manager gleich angeln und damit Erfolg haben?
Ich denke, wenn England nicht ganz oben auf den Treppchen stehen morgen Nachmittag, muss Tommy diese Fragen selbst ernst überlegen. Trotzdem, als Kapitän für England, auch in der dritten Jahr, steht Glenn Lawrence. Viele kennen Glenn nicht, gerade auf dem Kontinent. Glenn ist seit vielen Jahren auch Manager von dem Team Barnsley Blacks, mit Teammitgliedern wie Alan Scotton, Lee Carey, Matt Godfrey und James Dent. Diese Team haben dreimal in den letzten 5 Jahren teilgenommen an den Club-WMs. Oben in E-Sektor und Louis Steen für Südafrika. Das habe ich noch nie gesehen bei einer WM. Louis hat den nächsten Router schon fertig, damit Futterkorb gefüllt und Hakencoder schon an der Haken für den nächsten Wurf. Alles ganz legal, laut Sips. Englands Angler oben im E ist Mick Viles auf E2. Mick verliert diese Karpfen kurz vor der Kescher. Das sieht man nicht oft bei den Engländern. Hier gucken wir die gesamte Strecke an, vom Platz E10. Auch da die große Lücke zwischen C und D-Sektor. E10 sitzt Matrix-Angler Thorsten Kusters neben den Ungarn auf E9. Matthias Sivak liegt 1 oder 2 Kilo vor Thorsten und damit beide ziemlich vorne im Sektor. Ganz vorne liegt auch der Däne Soren Sorensen, Rex von Thorsten. Der liegt 5 bis 6 Kilo vor alle anderen hier. Hier sitzt Brenton Sweeney aus Irland. Der hat mir erzählt, dass er und Teamkollege Brian Bowens beide haben nie in ihr Leben eine Karpfen gefangen. Afrika war für diese Jungs ein richtiger Abenteuer gewesen. Dieser Typ hat schon mal Erfahrung mit Karpfen gehabt, aber auch sein Bankrunner Darren Cox hat ein bisschen Kenntnis. Fast täglich sind diese Jungs auf Karpfenjagd. An dieser Ende des Sektors hat Mick Vaus alles im Griff. Aber die sind noch nicht sicher, ob das ein 2., 3. oder 4. sein würde in diesem Sektor. Zurück in den Sektor, kurz vor Feierabend, und Jens hat immer noch die Fische am Platz, trotz ein paar kleiner Probleme. Zwei Wochen trainieren ohne solche Verwicklung kannst du fast garantieren, dass es beim Wettkampf passieren würde. Genug Zeit, 15 Minuten.
Hinter dem Durchgang, Jens war sehr zufrieden mit seiner Leistung und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es reicht, oben zu sein. Die Waage ist stehen geblieben auf 26 Kilo 370. Das hier sieht aus wie ein Wels. Hier in Südafrika nennen die Barben. Naja. Wir folgen dem Wiegekommando zum D6 mit Herr Berger. Laut seinem Schild hat er zwei Fische mehr als Jens. Zwei Fische mehr, aber fast 5 Kilo mehr. Mit den Ungarn und Engländern noch zu wiegen auf die 14 und 15, Jens war doch ein bisschen nervös jetzt. Das wird sehr eng. Geschafft. Jens nimmt zweite im Sektor mit über 2 Kilo mehr als Janos und fast 3,5 Kilo mehr als Tommy. Ein super Leistung. Trainingsweltmeister Dänemark landet im Mittelfeld in diesem Sektor. Ein schneller Blick nach unten zeigt, dass die Osteuropäer sind nicht so dominant dieses Jahr, mindestens nicht in diesem Sektor. Lass uns die anderen Ergebnisse von heute schauen. In A-Sektor haben wir noch einen Sektorsieg für die Afrikaner mit 2 Punkten für Adam Wakelin. England sind wieder oben, aber hinter der Heimnation wieder. Gute Punkte auch für Ungarn und die Czech Republic. Wolfgang mit fast 15 Kilo weniger als seinen Nachbarn, aber 6 Punkte sind auch eine gute Leistung. Ein schneller Blick nach unten. Top-Platz für Czech Republic im B-Sektor und damit liegen die Jungs auch nicht schlecht. Ein Fisch mehr, aber Gewicht vom einem Fisch weniger. Steve Ringer nimmt 2 richtige Punkte für England. Neville auch 3 Punkte und damit ist Südafrika noch oben in der Teamwertung. Thomas Dreser hat einen Albtraum mit Hänger auf B14. Konnte nur 14 Fische fangen, aber wenig Kleinfisch. 15 Kilo, 3,32 und 10 Punkte für Deutschland von diesem Sektor. Und wieder Sektorsieg für Südafrika. Kasper J. Wilmser mit unglaublich 46 Fische und höchster Gewicht von heute 43 Kilo 769. Kasper ist sehr bekannt hier als Jumbo. Viele kennen ihn von anderen Weltmeisterschaften nur mit diesem Namen. Unter der Einheimischen ist er eine Legende. Ungarn, Tschech und England verliegen wieder die Top-Plätze. Ole der Löwe konnte am Ende nicht mit seinem Nachbar Phil Ringer mithalten, aber erstaunlich, dass mit nur 12 Fischen hat Ola über 21 Kilo. Das ist fast 1,8 Kilo Durchschnitt pro Fisch. Laut meiner Kalkulation war das die höchste Durchschnitt von der gesamten Strecke dieses Wochenende. In der letzten Sektor von heute eine Ausreise und eine Däne auf Platz 1. Die Dänen haben eine Menge Fische gefangen in der Woche, so dass bis jetzt ein enttäuschender Tag für Dänemark. Aber eine gute Hoffnung auf die Einzel. Ungarn und England nehmen wieder sehr wichtige Punkte mit. Thorsten Kusse ist ein bisschen enttäuscht. Seien beide Nachbarn auf Platz 1 und 2, aber 5 Punkte sind auch ganz in Ordnung. Arno von der Stadt nimmt 6 Punkte für Holland, der beste Niederländer heute. Und das schlechteste Punkteergebnis heute für Südafrika, 9 Punkte. Das macht das Teamergebnis sehr interessant. Und da haben wir Südafrika oben mit 3 Sektorensieg, einer 3 und einer 9 vom E-Sektor. England nur 1 Punkt hinter mit 2 Sektoren zweiten und 3 vierter Plätze. 2 Punkte hinter England, das Team unter Führung von Tamás Walter mit 18 Punkten. Das ist ein ganz knappes Ergebnis unter die ersten 3 Teams. Deutschland sind sehr zufrieden mit 5. Platz, aber man sieht mit nur 88 Fischen insgesamt und ein total 106 Kilo plus. Deutschland hat die größte Durchschnittsfische von allen Teams. Mit jedem Fisch durchschnittlich 1,21 Kilo. Morgen wird sehr spannend. Ein schneller Blick auf die Einzelwertung. Mit fast 10 Kilo Vorsprung auf alle anderen. Jumbo führt in der Tabelle. Soren Sorensen und Josef Konopasik teilen die Top 5 mit Südafrikaner. Verfolgt bei 2 Ungarn und Deutschlands beste Ergebnis von Jens Koschnik. Alle Mitglieder von England sind in der Top 18 und Thorsten Kusters auf 22. Let's go to Day 2. Yeah.
Ja, hallo zusammen. Morning, oder? Hello, morning. Servus. How are you guys? Good. Oh, not so bad, and you? Very, very well. Are you ready for the day? Yeah, I hope so. You must catch us because I want to count the 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, you are my yes. Delegate. Oh, yeah. Okay, thank you. So. Ja, hallo zusammen. Heute ist der zweite Durchgang, zweite und letzte Durchgang. Gestern haben wir für uns also ein super erfreuliches Ergebnis für die Mannschaft gehabt. Ein bisschen unglücklich, werden durchaus es geschafft, Vierter zu sein oder auch vielleicht den Ungarn auf Platz 3 ein bisschen näher zu rücken. Wir waren sehr unglücklich mit den Fischverlusten. Einige von uns hatten Probleme mit Schnüren im Wasser, sodass sie viele Fische verloren haben. Andere haben ja, durch das Ausschlitzen von Fischen natürlich einige Kilos liegen lassen. Das werden wir heute versuchen zu minimieren. Wir haben unser Gerät nochmal optimiert, die Haken nochmal versucht, andere Modelle zu wählen, die vielleicht besser greifen, um so erstmal dem Fischverlust vorzubeugen. Ja, zu der Taktik. Man kann sehen, dass wir von allen Mannschaften die wenigsten Fische haben, die sich im oberen Drittel befinden. Allerdings vom Gewicht her fast ebenbürtig sind mit den Nationen, die 50, 60 Fische mehr gefangen haben wie wir. Das lassen wir natürlich darauf zurückschließen, dass wir hauptsächlich auf Großfisch angeln. Wir haben trainiert auf große Karpfen. Die fangen wir auch, nur wenn man den dran kriegt, muss man rauskriegen, sonst fehlen einem richtig Punkte. Wenn wir das heute abstellen und die dicken Fische weiterhin auf unseren Futterplatz kommen, denke ich, ist vielleicht auch nach oben noch ein kleines bisschen möglich. Das ist auch auf jeden Fall unsere Vorgabe. Wir wollen hier nicht versuchen, auf minimalistisch zu machen, sondern wir greifen heute noch mal richtig an. Ja, zur Futtertaktik. Da gab es ganz viele unterschiedliche Varianten von den Engländern, die am Anfang nur 2 Körbe gefüttert haben und sich danach auf Hände gesetzt haben und den Köder so lange haben liegen lassen, bis die Latte krumm fährt. Oder andere Nationen, die stark und massiv angefüttert haben und danach einfach abgewartet haben auf den Biss. Da gab es vieles. Das sind alles Taktiken, die wir im Vorfeld zwar durchprobiert haben, aber mit denen wir nicht so gut gefahren sind. Und wir werden uns dahingehend auch nicht viel verändern, sondern wir fischen unseren Stiefel durch, so wie wir es trainiert haben. Und sind auch fest davon überzeugt, auch nach dem gestrigen Resultat, was ein bisschen unglücklich war, sagte ich ja bereits, dass wir da gut mitliegen. Ansonsten bleibt nicht viel übrig, also auch ein bisschen dem Glück entgegenzusehen, dass wir da nicht so verlassen werden wie gestern, die dicken Fische rauskriegen. Und dann dürfte es kein Problem sein. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, bis wir die Box betreten dürfen. Tackle liegt bereit, Futter ist gemischt, Hakenköder sind gedippt, Ruten sind vormontiert, Längen sind in jedem Sektor für jeden Einzelnen besprochen worden. Jeder hat eine Taktik mit an der Hand gekriegt, um die nötige Sicherheit zu haben. Da auch nicht falsch zu liegen. Wir brauchen nicht viel nach links und rechts gucken, das machen unsere Betreuer. Wir konzentrieren uns auf unseren Futterkorb, auf unseren Fisch, auf unsere Spitze, sacken die Dinger ein und dann sind wir vielleicht heute Abend ein Stückchen weiter vorne wie gestern. So, ich wünsche euch viel Spaß noch dabei und wir sehen uns dann nach dem Angeln. Ciao! Wir machen uns gemütlich zwischen D10 und D11. Hier sitzt Adam Wakelin für England und André Besoigenhout von Südafrika. Auch mit einer Sektorsieg in der Tasche von gestern. Was ist das? Ist der Signal not gone? Wir wollen die Anfangsfutterung von beiden sehen, aber es scheint André will ein bisschen vorfuttern. Eine Minute vor dem Signal, genau gesagt. To go? No. There. Darren Cox, der Betreuer von Adam, fragte was da passiert ist.
Es scheint, der Südafrikaner war so hoch konzentriert, dass er trotz Gegenwind an ca. 1,5 Kilometer weg das Signal vom C-Sektor gehört hat. England hat damit und zu Recht keinen Einspruch eingelegt, aber das Thema würde auf der nächsten FIPS-Treff gesprochen. Das Startsignal für alle Sektoren muss gleichzeitig geben und nicht mit Minuten Unterschied. Anfangsfutterung und Südafrika haben 6 Körbe auf die 50-Meter-Bahn. England sind auch auf dieser Distanz, aber mit nur 4 Körbe zum Anfang. Die erste Fisch vom D-Sektor kommt von Plätzen 2, 3 und 4, für Portugal, Weißrussland und Ungarn. Es hat fast eine Stunde gedauert, bis der Südafrikaner einen Fisch fangen konnte. Kein gute Zeichnung, sein erster hat er kurz vor Kescher leider verloren. Wir folgen dem Manager vom Ungarn, Tamás Walter, zum E-Sektor, zum gucken, wie es dort läuft. So we've just entered the second hour on the second day. I'm now joined by Tamás Walter. Tamás, you want to tell us how your team have done in the first hour? I don't have detailed information about the lower sections A, B, C, but up here we have section leader. In section D we have already 5 carps and leading the section. Here we have no fish. So it shows how this venue is. These guys were fishing on the same areas yesterday, mm-hmm. and today there is much less fish up here, at least up here at the D and D sections. And yeah, it can happen that one guy leads and the other has nothing. And the guy on his right, the South African, who are on first position going into today, he's catching? No, he didn't have any carps in the first 1 hour and 5 minutes, but when we make this interview, he's just playing one fish, so it seems that he will have one. Yeah, in the background he's playing a fish. Can we go into feeding strategy? How did you start the day? How many cages of feed at which lines? It was a very hard decision because during the week we didn't have almost no good practice days. It means that we were not able to find a certain strategy would definitely would work, but we decided to feed not so much, only 3-4 cages on a distance what we found a little bit deeper, or where we found some sand steps, you know, like in a beach, yeah. And it worked very well yesterday. Today we did the same, but it's much less fish today, so I don't know what can we do different in the following hours. But we have some pegs where it works, yeah, definitely very well, and some without fish. You see the South Africans fed on 2 lines. What's the idea of that strategy? Not in our section. They fed, no. I heard about it. Yeah. But they started here on 45 meters, and after 1 hour without the bite, he fed a new one on 60. So, but he was without the fish, so I'm sure that they are searching for it as well. Yeah. In hindsight now, we're looking back in hindsight. If you could have another day tomorrow, feeding strategies, would you change them, or are you happy with the feeding strategies you're on at the moment? The information what we miss very much in the morning is what amount of fish we will fish for. So it is like, if it's like yesterday when the Hungarian team had 130 kilos, yeah, the 5 anglers, which was actually more than the 5 training days together, then we would feed a bit more. But yeah, as you see, he landed the carp. So if we know it, we could do something different, but who knows? Yeah. Maybe they know, but yeah, we don't.
The South Africans are really big here on flavours. You've seen everywhere in the shops, even in the supermarket, the shelves are full of flavours for fishing. Plays a big part here? I don't believe in these things. So, because I don't believe, let's just say, I hate these flavors, because it can take you in a bad direction, in the wrong direction during the training. When you catch something with a flavor, you think, oh, that's the solution. Maybe the distance was more important. So I don't believe in the things. I don't know how big, I don't know how big effect they have for the fishing. But we are living in a lodge next to the river. There is a bar. You can choose from 5 different beers, 2 different whiskeys, and some soft drinks, and 150 different flavors in a bar. Yeah. Come on. Yeah. I don't understand. Well, I know which I'll take. I'll take the beer. What do you mean? And then again, quickly before we go, you say you're here to win. Are you taking risks today, or are you staying with the same strategy? It's too early. If you take any risk, we do it in the 4th and the 5th hour, not earlier for sure. So you're going to see where you are, yep. And then it's yep. all yep. or nothing yep. in the last... Not only where we are, but yeah. where are the opponents. Yeah. You know, yeah. there are 3 teams very close to it together in 3-point difference from the gold. Yeah. And there are some followers a bit more behind, but we have to make a clever decision after 3.5-4 hours, okay. if we make any risk or not. Okay. If you were to make a risk in the last hour or two, what risks would they be? How can you leave the place where we built up a fad? You know, yeah. that's a real risk, because maybe there are some fish, but you were not lucky to hook it. Yeah. And for example, to go in 80 or 100 meters far out yeah. without any proper feeding, because it's impossible there, yeah. and just wait some big fish, because yeah. there are some bigger 3-4 kilos fish. It worked very well yesterday to Attila, yeah. who was almost the last after 2 hours and came up to 6 okay. with the long rod. But that is a kind of risk, or come even closer, or use softer ground bait, make yeah. a cloud, which will be took away by the wind and the current for sure, yeah. Yeah. but maybe bring some fish in. Okay. So these are the risks what we can do. Okay, good. I need right. to go. Okay, see you later. Thanks very much. All the best, yeah. Bye. We've just ended the second hour on the second day. I'm now joined by Ducky. He's the 6th angler for South Africa and the mentor for Neville, who's behind us fishing on peg number 9. E9. You want to tell us how the first hour went? The first hour went quiet. We were targeting the bigger fish that came in the morning, you know, in the past few days, but they did not bite. So he caught 2 smallish yellowfish, and then he went a bit further where he got 2 nice carp. Yeah. So hopefully it will start picking up now. Yeah, we see. We just had. I was doing an interview with Tamas. He caught his first one. He's just had a second one as yeah. well. Yeah? Yeah. How big were they? Both of them is about between 2.5 and 3.5 kilograms. Lovely, lovely. Yeah. To the starting feed. How did he feed in the 10 minutes given for pre-baiting? Basically 10 baskets or 10 feeders in that 10 minutes, and then every 5 minutes after that. So basically giving him time 5 minutes, and then every 4th cage he left for 7 minutes. Okay, at which distance? Well, the first one was at 45 and he's going to 55 now. He's gone out now 10 meters, and that's where the carp seem to be now. Yes. Yeah. Okay. How are the other people doing in the section at the moment? I see Tom Pickering is doing well, and the team right at the end, I'm not sure who that is. Yeah. I believe they are catching good fish. Okay. And England and the main targets for you today, of course? Yes, yeah. Basically, we're not targeting anybody. We're just targeting the fish, yeah, you know, and, to see if we can get as many fish as possible and basically win the zone. That's our target. Yeah. Yeah. Lot of pressure in the camp? Yes, there was a couple of tears this morning, you know. Very tense, I would say. But, you know, I'm sure we can handle the pressure, and we'll see what happens. I'm sure the guys will catch the fish. Okay. Have you got an emergency plan? Yes. Yeah. Basically, we use a product called Fluorescein. If that green stuff, I think you've seen it on the water. So basically, if the fish is quiet, then we will throw that. Yeah, I've seen your guy down in D already using that stuff. Yeah, then
then he must have gone over to the second plan. Okay, good. He's gone over to second plan and he's caught now, I think, also two fish. So he's doing well down there. Things aren't looking bad. Have you heard from A, B or C yet? I know Jumbo has caught some fish. He's in the B zone. I'm not sure about the rest. So basically, they will come give me feedback now as they come back. Okay. Other anglers are doing. Good. Thanks very much, and all the best for the rest of the day. Thank you very much. Thank you. Thanks, Dougie. Für Deutschland in E-Sektor sitzt wieder Thorsten Kusters. Und mit allgemeiner weniger Fische auf die Strecke heute, Thorsten fängt trotzdem eine durchschnittliche Größe von der ersten Durchgang. Wir gehen runter auf A-Sektor zum gucken, was da läuft. Und hier auf angeblich der schlechteste Platz vom Blumenhofdamm A1, Mick Files fängt seine Fische. Aber leider sind die nicht die großen Exemplare. Team Germany's alter Hase sitzt auf A6. Thomas Dreser hat beim Harpsight circa doppelt an Gewicht als seine englische-dänische Nachbar und liegt ein paar Kilo vor seiner rechten Nachbar Sergej Popov aus Ukraine. Louis hören wir gerade im Hintergrund. Louis stehen passt gerade nicht auf, aber sein Betreuer ist wachsam. Louis liegt schon in der Top 3, meint sein Bankrunner, mit um die 10 Kilo schon im Netz und noch 2,5 Stunden bis Abpfiff. Hey, Louis Mann! Louis, well. Langsam muss manche Mannschaften taktische Entscheidungen treffen. Wie soll's gehen in der vierten, fünften Stunde? Thomas meint, dass ich in den letzten paar Tagen zu wenig Fotos oder Video von ihm gemacht habe. So jetzt schauen wir noch ein Drill von ihm. Das ist Mike Rosau. Mike ist der Manager von Südafrika und sieht ganz entspannt aus. Wir werden gleich mit Mike sprechen, aber erstmal schauen wir Dirk Eckelenkamp auf A8, Rex von der Afrikaner. Dirk liegt ziemlich hinten im Sektor, gegenseitig seiner Mannschaftskollegen. Leo Kühlt, Henk Roskam und Marco Hoffmann liegen angeblich alle in der Top 3 in ihren Sektoren und die fünfte Angler, Arno von der Stadt, liegt mittig in E-Sektor. Er soll circa das gleiche Gewicht als Thorsten Kusters haben. Das heißt, Holland haben wahrscheinlich die richtige Taktik gefunden, aber leider einen Tag zu spät. Thank you.
was die nou? Kort. Ja, daar moet je denk ik toch maar een keer voor doen. Ja, dit is zo'n vis. Het staat wel te kijken. Goed one daar. Heel actief vissen met mij. Daar ligt de bom. Op die afstand. Twee, drie keer spotten. Een paar kruimel voorbij. Net een alle winnen. Ja, ik die er. Een yellow fish. Hé? Twee yellow fishes. Ja. So just 2 hours left on day two of the World Championships in feeder angling in South Africa. I'm now joined by Mike Rossell, the manager of South Africa. Behind us on peg A9 is... Louis Steyn. Louis Steyn. How's he doing at the moment, Mike? Louis is doing well. I think he's first or second in the zone at this stage, but there's still 2 hours left. Still 2 hours left. How are the other sections going? The other section are doing well. On the B section, we're also ahead. The C section, I think we're around third. The D section, we're around third or fourth. And the fifth section, I think we're first or second. Okay, everything's running okay. Have you heard about England or Hungary? Yes, they're battling at some spots in the A sector. Unfortunately, Peck A1 is the worst peck on this whole water area. And he's got six fish plus two other, and it's of the six, there's six small ones in there. So they're battling a bit, and in the C sector they're also battling a bit. Hungary in the E sector, the first 2 hours no fish. So it's a struggle today. It's going to be very interesting. Yeah, you're not going to run any risks. You're just going to continue fishing like you have done the last 2 days. That is correct. We keep at our game plan. We stay what we said we're going to do. Nothing changed. We must stay like it is. Do you think now we'll see other nations going into emergency mode, taking risks? It looks like it. Yeah. I've been up the bank and it looks like the people are taking emergency rescues. And I don't think that they must now worry about it. They must just stick to their game plans. You think they should stick to their game plans? What strategies could you take at this time? First of all, you can maybe go deeper. You can change your milliputs. And that's basically the thing that you do. It's a big risk that you take, especially if you want to go very deep. Yeah. Sometimes it works, but sometimes it doesn't. And if it doesn't work, fishing deeper takes another 10 minutes out of every throw. Yeah. And that can be disastrous. Did you have an emergency plan for today if things hadn't gone right? Yes, we have an emergency plan. If you look at the boxes, all our guys has got five rods, and they're all different lengths. So we do have an emergency plan, but it wasn't necessary yet. Okay, tell me about shocking. You're smiling there. What do you not know about shocking? What is shocking? Tell me. You can tell me. It's 2 hours left to go. No, it's just a special that we use. Okay. Yes. Making everything green? No, not really. You know, this year, the green is not working. Okay. The past 3-4 years, it was working perfectly, but at this competition, it just didn't work. So the name shocking is probably given just to something to revitalize your swim. That is correct. And the problem by using shocking, you either get the big carp or you get the small fish. Yeah. So you must decide what you want to do. Yeah. And we found in the practice days, it didn't work. Okay. So we don't even use it. Okay. Yes. So South Africa going stable and looking good. Other teams will have to make up their minds now in the last 2 hours what they're going to do. We also have to stick to our plan. Yep. But I think we will. And 2 hours is a long time it's when it's with carp. It's a very, very long time. Right. Yes. Okay, Mike, thanks for talking to us. You carry on the good work. Pleasure. Thank you very much. Thank you so much. Ein kleiner Spaziergang zur B-Sektor und wir finden Wolfgang Würzbar auf B13. Wenn es Karpfen sind, sind es 500 Gramm Karpfen. Toll. Wolfgang ist sehr frustriert. Bis jetzt fangt er nur ein paar Fische. Und wie man gerade hört, die sind nur um die halbe Kilo-Marke. Dieser junge Mann fangt aber nicht immer die großen Karpfen, aber davor deutlich mehr Fische. Wir hören gleich von seinem Captain und Betreuer.
Zwei Plätze Rex vom Jumbo sitzt Phil Ringer. Er hat ein Gürtel vergessen, aber davor hat er ein paar Fische im Netz. Phil hat deutlich weniger Fische als Jumbo, aber es sind alle große Karpfen und damit liegt Phil nur ein paar Kilo hinterher. Es wird alles auf die letzten 1,5 Stunden kommen. Wir rennen jetzt nochmal runter auf A1, um auszufinden, was Englands Pläne sind, mit Glenn Lawrence. Just over an hour to go, hour and 15 minutes, Glenn Lawrence, England manager. Do you know how England are doing at the moment? You've just been on the phone, got any news for us? Yeah, we're trailing, I think we're trailing South Africa by about 5 or 6 points. I think it's going to come down to what Mick can get points back in the last hour, if he can get any back. So things for first place are looking a little bit grim at the moment? Yeah, we need a good last hour. And holding on to the position we got from yesterday? I think so. I think second's probably second at minute, just in front of Hungary. Just in front of Hungary, so you're keeping your eye on them as well? Well, no, we're only fishing for first. Right. Yeah. Fishing for first, you got any measures you're going to take now, going for a risk or anything? Well, we've got to make a decision in the next 10 minutes, see if we change what Mick's doing or leave him at it. So we'll know in next hour. What could you do to take a risk? Well, we'd send him long. Going out further, how far about? Well, keep going out, just keep going 10, 10, 10. Searching for any bigger fish now? Any bigger fish, yeah. Okay, is it a tactic you've practiced? Yeah, it's something we've tried, so maybe we'll do it or not. We'll make that decision very shortly. Okay, wish you the best of luck for the next hour. Cheers. Thanks, Clint. Das klingt nicht so gut für England, aber abschreiben darf man noch nicht. Eine Stunde ist eine lange Zeit im Wettkampf, gerade die letzte Stunde auf Karpfen. We're down on A9 with Jumbo in the background. Yeah, Jumbo and Willemse, yes. How's he doing? I'm very happy with his performance so far today. Yeah. I think he's so far in the zone, I would say, first, yeah. I hope. Okay. I think it's going very, very well with him at the moment. I'm very glad with what is happening. And, you know, he's been working himself out the whole year towards this. At the moment, he's got about, I would say, 25 fish. Some nice ones, some smaller ones, but some nice ones. I've heard that Holland is not doing too badly in the zone as well. Yep. It's only one, but this maybe I've got 16 fish. So yeah, I'm very happy. Good. I'm really, really happy. I'm really, really happy with his performance at the moment. Brilliant. And we're not doing too bad in apparently bad zone, A zone and other zone as well. Yeah, I've just spoke to Mike. He's in touch with all zones and it's looking good for South Africa. He is South Hog-looking. He has, or England team, seem to be trailing and might have to take emergency measures now. Mm. And it's our left. Yep, that's all that's left. It's our left of this year's competition. Yeah. So if we can go on what we're doing now, yes, we're hoping for the goal, but it's going to be a close one between us and England. Yeah, definitely. Definitely going to be a close one between us and England. Mm-hmm. You know, and let the best team win, you know. Okay, a lot can happen in an hour. Oh, you know yourself, you can catch 10, 15 fish in an hour's time in this dam. Yeah. It's possible, you know, if a fish is going in a frenzy, biting mood, anything can happen, you can hear that. Listen how it goes, you know. You can hear the running of a reel, you know, and you know when there's somebody catching a big fish. Only an hour to go, like I said. Do you want to share some of these tactics, South African tactics, with us at the moment? It's a special feed we develop for ourselves. It's a very fine feed. It made a big cloud in the water. Yeah. So as soon as you throw it, it makes a cloud in the water. And there's particles in it goes to the ground, which lies there and is clean. Yeah. So the fish, because of that cloudiness, looking for that thing, we've tested it the whole year at different venues. And it's been always working with venue. We also got a yellow pipped
which we made very yellow. Yeah. And then we did a funny thing. We use a household brand into our feed. We do curry powder. Curry powder. We use that a lot in Europe for winter venues. We used it, yeah. And that will work here. Come yes, on. We did. See, we're getting there, we're getting there. We used the curry powder, which we boil the pit in a little bit in warm water, and then we put the curry in it so it can make it nice and yellow. Yeah. And gives a little bit of flavor, and then we drown it off to give us that little bit of an edge. Okay. So it's something we went in with as a backup plan. And yeah, some pigs it went and some, and we also had a feed where we had a little bit of a tiger nut feed, yeah. You know, mix it up for our calf, and we were playing with that. So yeah, we were happy with that, and you can hear, you know, that is the type of thing we hope, but we would have seen happening. So I'm very happy. Yeah, good. Thanks for sharing that. Jumbo's into another fish. Yeah, he's just about to net it now. A nice one. Yeah, and there it goes. And that's it. Right. I'll be back in an hour, see if we've got a world champion. Thank you very much. Thanks, and thank you for guys being here again. In der letzten Stunde sah kein Planänderung für England und damit war nicht viel mehr drin für Mick Valls im A-Sektor. Der Ungarn Gábor Doma hat hier die Sektor gewonnen und damit sollte Ungarn gefährlich sein für Englands zweiter Platz vom Tag 1. Thomas Drese mit 5 Punkten, ein guter Tag für ihn heute auf A6. Dirk Eckelkamp unten auf 14. Platz, aber sein Teamkamerade Henk Roskamp nimmt einen Punkt für den Niederländer in C-Sektor. Mit der Top 5 von Plätzen C12 bis C16, Ola Barklaas konnte 7 Punkte sichern vom anderen Ende am C2 mit nur 10 Fischen. D-Sektor in einer Überraschung mit Weißrussland oben auf der Tabelle. Der zweitbeste Platz dieses Wochenende war eine 10 für Belaris. Ungarn wieder mit richtige Punkte für Treppchenjagd und mit nur 1,6 Kilo und 2 Fische Unterschied zwischen der Platz 6 und 11, Jens Koschnik kann zufrieden sein mit 8 Punkten. Beide England und Südafrika haben ihre Probleme hier im Sektor. Der jüngste Afrikaner mit 23 Jahren, Neville Ford, er hat sein Sektor gewonnen nach einer Stunde ohne Fisch. Und Tommy, nur 500 Gramm plus hinterher, konnte der Grund, warum England keine taktische Änderung gemacht haben in der letzten Stunde. Und hier wieder sehr eng im Mittelfeld. Thorsten sagt uns nachher, dass mehr nicht drin war mit dieser Taktik. Wir hören von Thorsten am Ende dieser DVD. Und last but not least, B-Sektor und keine Überraschung oben. Jumbo gewinnt sein Sektor, wie Manager gesagt hat. Phil Ringer hat wichtige Punkte bekommen mit der Czech Republic 2. Und Ungarn in diesem Sektor auf 13. Platz. Alles war möglich in der Teamwertung. Wolfgang Wirzbar endet auf seinem Albtraumplatz B13 mit nur 6 Fische und 6 Kilo plus für 15 Punkte. Würde Deutschland Platz 5 behalten können? Lass uns von dem Mann persönlich hören. I'm now joined by 2013 feeder world champion from South Africa, Jumbo. Congratulations, Jumbo. Thank you very much. Tell us quickly how the 2 days went for you. Well, I was, like I told Werner just now, during the week I was maybe the worst fisherman in our team. Really? Because I was trying all sorts and doing all kinds of funny things. And then I just decided on Friday night, listen, this is not science. And it shouldn't be difficult, it should be plain and simple. I went back to my original plan, which I fished a month ago when we had our SA Championships here. And that's a clean pip, normal fine feed, and fish it as hard as you can. Yeah. And at the end of the day, yesterday I had 43.76 kilos. And today I think it was 22.76. So that's it. So it's back to basics. That's always the thing with fishing, you know, we want to make it too difficult for ourselves. So Friday night I made a good decision and it made me world champion. So we get a, I don't know if you get it in the UK, but we get a energy drink, something here that says supercharged. Okay. And I found one this morning and it had a little label inside. Yeah. Which says genius is in simplicity. So when I saw that this morning, I realized that maybe this is going to happen.
So if it was an omen, I don't know, but at the end of the day, I won it, so I'm very happy. That really sounds, I've just spoke to Phil Ringer. He says they've made things too complicated. It should have been simple fishing today. Yeah, I think what got them is that yesterday the fish was biting quite well, and they were expecting that to happen again today, and it didn't really happen. So the waiting game wasn't on today, so I just kept on feeding all the time. And the thing about it is I put no pips or nothing in the feed. Yeah. So it was that fine feed making a cloud in the water, going down to the bottom, just lying there on the bed, and there's one pip lying in between. So the fish, what must they eat? Yeah, they're going to eat that hook bait. Yeah. So every time during the week when I introduce pips into my swim, for an hour and a half, I wouldn't get a bite. Yeah. So I decided, listen, keep that out and go with the fine feed, cast every 5 minutes. Yeah. And that's what I did, and that's what happened. And at short distances today? Yes, yesterday I was started at 45, yeah, and the water is a bit shallower up there in the other zone that we were in. So I started on 45, fished there for 2 hours straight, went well, and then suddenly it started catching these small yellows, and I decided, listen, I need to make a move to get some weight into the bag. So I took another rod and I threw it on 62. And I fished there for the rest of the session. Today started on 37, ended on 37. Stayed on the same place all day? All day, yeah. All day. Okay. Have you heard how the team have done? No, I don't. I haven't. I know we got an 8th somewhere, so I don't know if that's going to be a good thing. Okay. But So we'll see what happens. Okay. But it would be awesome if we can pull it through, but I don't know. Yeah, I've heard the English have not done too well today. The Hungarians are not done too well, and the Czechs either. So it's looking very good. Yeah, well, that will be awesome. It's not going to be the same if you're world champion, yeah, but your team didn't win. Yeah. That would be awesome. Yeah. Right, so there we go. We've got ourselves a world champion for 2013. Ireland next year? Yeah, you must know when we go overseas we struggle, eh? Because different fish, different baits, everything's different, so I decided to take my opportunity and do it when it's here. Okay. So, ein Bestätigung um die Weltmeister-Einzelergebnisse. Wir sehen gleich die Highlights vom Siegerpräsentation und ein paar Bilder von der After-Show-Party. Danach eine letzte Wort von Thorsten Kustes. Ich hoffe, diese DVD hat euch gefallen. Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht, diese Bilder zu euch zu bringen. Und mit einer der tollsten Mannschaften, seit ich diese DVDs mache. Ich hoffe, Deutschland kann auf diese gut verdiente Ergebnisse arbeiten. Und eine noch bessere Platzierung nach Hause bringen von Irland nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft 2014.
Germany! In fourth position, the Czech Republic, 55. The third position, England, 48. With 48 points for the poor fish, Hungary our friend. Bravo. Let's go.
Guten Morgen zusammen. Ja, heute ist unser Abreisetag. Ich möchte noch mal ein bisschen vorher zur Taktik von Sonntag etwas sagen. Wir konnten in der Gesamtwertung unseren 5. Platz verteidigen. Hatten bis auf einen Ausreißer auch wieder einstellige Ergebnisse, alle Mann. Ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis, wo keiner mit gerechnet hat. Wir selber haben uns im Vorfeld sehr viel Druck gemacht und wollten auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren hier. Dafür sind wir auch 2 Wochen vorher angereist, um sehr, sehr viel rauszufinden. Wir mussten im Vorfeld sehr, sehr viele Probleme bewältigen. Wir hatten von Anfang an das falsche Futter hier, mussten dann leider mit Supermarktfutter hier weiterarbeiten, haben das dann noch verändert und nochmal verändert, insgesamt 3 Mal, bis wir eine passende Mischung hatten, wo wir in den Wettkampf mitgehen konnten. Unsere Taktik am letzten Tag sah eigentlich wie folgt aus. Wir wollten 3 bis 4 Körbe in Anfangsfütterung setzen mit sehr viel Mais. Das haben auch alle gemacht. Und dann wir hatten das gestaffelt. Wir hatten im Training rausgefunden, wenn wir Yellowfische fingen, die waren sehr klein, dann fütterten wir keinen Korb nach. Wenn kleine Karpfen kamen, haben wir nach jedem Fisch, den wir gefangen haben, einen Korb nachgefüttert. Wenn große Karpfen gefangen worden sind, nach jedem großen Karpfen wurden 3 Körbe nachgefüttert mit sehr viel Mais. Diese Taktik ist auch am ersten Tag sehr gut aufgegangen. Das Problem war einfach nur die letzte Stunde. Die letzte anderthalb Stunde bis anderthalb hatten wir das Problem, dass unsere Taktik extrem eingebrochen ist. Und dann mussten wir uns für den Sonntag was Neues einfallen lassen. Die Anfangsfütterung ist geblieben sonntags, nur die Taktik vom Füttern haben wir extrem verändert und wir sind so vorgegangen, 4 bis 5 Maiskörner in jeden Korb und den einfach liegen lassen, bis der Biss kam. Und wir haben gar nicht nachgefüttert. Das stellt sich nachher als Vorteil raus, was wir an den Engländern gesehen haben, die noch Plätze eingebüßt haben, die auch 2 sehr hohe Nummern sich eingefahren haben, weil sie sehr aggressiv gefüttert hatten. Die hatten jeden Korb, der war bis Ultimo voll mit Mais. Und das war halt ein Problem am zweiten Tag. Das konnten wir noch ausmerzen und konnten dann eigentlich freudigerweise den 5. Platz in der Gesamtwertung im Team halten, was uns natürlich sehr freut. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir so eine gute Platzierung einfahren werden. Und umso stolzer können wir heute nach Hause fahren. Ich hoffe, wir konnten euch hier eine tolle Zeit vermitteln. Für uns war das hier eine Riesenreise ans andere Ende der Welt. Wir haben ein wunderschönes Land kennengelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie in einem Land so frei gefühlt wie hier. Egal wo man hingeht, man wurde immer freundlich empfangen und auch, wie im Vorfeld gesagt wurde, dass dieses Land hier extrem gefährlich ist. Da kann ich leider kein Wort sagen, dass das stimmt. Jeder Mensch war freundlich. Die Leute, die in der Unterkunft hier, die haben uns alles gegeben, was sie hatten. Die haben uns beim Futter geholfen, die haben uns Tipps gegeben, was wir ins Futter mit beimischen müssen, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Da möchte ich natürlich allen für danken. Das Team selber ist extrem zusammengerutscht. Ich möchte mich auch bei unseren Betreuern nochmal herzlich bedanken, die hier einen riesen Job gemacht haben, die gerannt sind wie die Wahnsinnigen, um uns hier eine gute Platzierung zu ermöglichen. Des Weiteren möchte ich mich auch bei Champions Team bedanken, die eine tolle Reise mit uns hier gemacht haben. Des Weiteren möchte ich mich noch beim DHFV bedanken für die Unterstützung, für die finanziellen Sachen, die wir bekommen haben. Und auch beim Peter König, der zu uns gestoßen ist und auch einen Bankrunner-Job übernommen hat. Und auch mit ihm hatten wir 3 super Tage hier. Dafür nochmal danke, Peter. Hat richtig Spaß mit dir gemacht. Es bleibt nur zu sagen, wir hatten hier einen riesen Traum. Wir wollten für Deutschland was erreichen. Ich denke, Platz 5 ist bis jetzt das beste Fiederergebnis, was Deutschland hergebracht hat. Und ich denke, das ist ausbaufähig. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben viele junge Leute drin. Der Jens und ich, wir sind beide unter 30. Dann mit Thomas Drese noch ein sehr erfahrener Mann dabei. Oliver Backlass, der hier wahnsinnig konstant war und auch den ersten Tag sehr viel Pech hatte. Ja, dann noch ein Wolfgang Wirzbach, auch ein super netter Kerl. Und wir sind sehr zusammengerückt hier. Und
Was uns ausgemacht hat, war wirklich die Teamstärke. Jeder hat jedem alles erzählt. Wir haben uns nach jedem Training 2-3 Stunden beraten, haben gefachsimpelt, haben auch sehr viele Sachen immer wieder in Frage gestellt, ob das richtig ist, ist es wirklich richtig, und nochmal drauf eingegangen und nochmal diskutieren. Selbst mit Peter König ist es da wahnsinnig geworden, aber ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir alles, was wir gemacht haben, immer in Frage gestellt haben, um eventuell noch mal ein paar Prozentpunkte mehr herauszuholen. Unsere Koffer, die sind jetzt gepackt. Wir werden in 1,5 Stunden unsere Heimreise antreten, werden dann 24 Stunden oder 28 Stunden unterwegs sein. Eine lange Zeit, aber wunderschön hier, und ich denke, dass ich auf jeden Fall viele Freunde hier gefunden habe in Südafrika und auch in 3 bis 4 oder 5 Jahren nochmal dieses Land hier aufsuchen werde und nochmal die Freunde, die man hier gewinnt, nochmal besucht. Ich bedanke mich. Viel Spaß beim Zuschauen.